Und jetzt sind wir auch schon in der letzten Prüfung für die Grundschule. Stundenplan, bitteschön. Sport. Worauf hättet ihr Bock? Sagt's auf drei. Sport. Wir gucken mal, ob es Sport ist. Sicher. Und jetzt brauche ich die zwei Fittesten pro Team. Pierre, Michi? Oder? Von euch, wer möchte? Mathilda, Tore, Turnhalle. Jetzt. So, kommt zu mir. Und auch hier. Ich habe mitbekommen, dass ich vorhin gesagt habe, dass ich Sportatteste damals gefälscht habe, nicht wahr? Ja, deswegen musst du jetzt nochmal ran. Das ist die Strafe. Dritte Klasse wirst du ja wohl noch hinkriegen. Ja, ne? Also klar, natürlich. Hauptsache, es wählt mich keiner aus dem Team. Vierte Klasse, Sportübung. Ihr müsst jetzt dieses Gerät hier bedienen. Ich habe es vor der Werbung gemacht. Ihr müsst drunter und drüber. Damit es fair bleibt, haben wir die Hindernisse für die Kinder gleich ein bisschen kürzer gemacht und ein bisschen niedriger gemacht. Das werdet ihr gleich sehen. Wir werden eure Zeiten addieren. Ihr geht nacheinander rein und dann addieren wir als Team eure Zeit. Wer länger aushält in unserer kleinen drunter-drüber-Konstruktion, der gewinnt die vierte Klasse 4 Punkte und ebnet den Weg für Mittel- und Oberstufe. Wir beginnen mit den Wips. Wer möchte anfangen? Pierre? Niemand. Michi? Soll ich anfangen? Einfach nur, damit du es steigern kannst? Das wollen wir mal sehen. Also, aber wenn du anfangen würdest, hätte ich auch nichts dagegen. Warte mal ganz kurz. Kann ich mich nicht eigentlich einfach hier so auf dem Boden legen? Ja, wir fahren mal drüber. Vielleicht funktioniert das ja. Dreh mal langsam. Drüber, vielleicht. Das gilt jetzt aber noch nicht, oder? Also wenn das von ihr cool. Das ist es. Sehr gut. Ich bin so gut in diesem Spiel. Also geh mal richtig schnell. Geh mal richtig schnell, du. Ja, es funktioniert. Oh ja. Hast du gesehen? Selbst im Liegen habe ich es nicht gekonnt. Ja. Ich bin nur gelegen und habe es kaputt gemacht. Nora war kurz davor, so einen Kreideumriss um deinen Körper zu machen. Wir nullen noch mal das Gerät. Wenn das nicht so schnell gewesen wäre, hättest du es eine Stunde geschafft. Ja. Schwör's dir. Da müssen wir hin. Das Spiel heißt leider drunter und drüber, deswegen müsst ihr auch drunter und drüber. Also, aber für kreatives Denken gibt es schon mal eine Eins. Das schreibe ich mir als Bemerkung. Danke. Eine Wolke ins Aufgabenheftchen, Pierre. Also hier ist benotet, drunter, ne? Aber in dieser Randnote, ne? Okay. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Pierre M. Krause in unserem Hindernisparcours. Das tut mir gut. Was denn? Was ist denn? Ach so. Okay. Und bisher sieht das sehr, sehr gut aus. Ja, jetzt aber die Geschwindigkeit. Sag mir immer, was ich tun soll, Nora. Jetzt soll ich mich ducken, ne? Okay. Jetzt und jetzt springen. Gut. Es hat ein bisschen was von einem Jump'n'Run. Und jetzt einmal wieder hoch. Und für Sportfreaks ist das fast ein Burpee. Also das kann man gerne auch mal zu Hause nachmachen, ohne dass eine Hürde kommt. Ja, wenn man nichts anderes zu tun hat. Stark. Und kein Leben hat. Und Pierre M. Krause. Also mach ich das. Mega, Pierre. Sag mal, was willst du denn? Voll geil! Hilfe! Ja, und die. Der war gut. Zeit, Stopp, 34 Sekunden. Danke fürs Anfeuern. So nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Irgendwo dazwischen. 34 Sekunden, ja. Und ich jetzt gleich oder die Kids? Jetzt gehen erstmal die Kids rein. Wer möchte zuerst? Ganz kurz, kann ich einen Defibrillator haben? Ja. Boah, der Tor ist ready. 3, 2, 1. Los! Ja, Tore. Die Musik ist übrigens von der Lehrerband eingespielt worden. Der Erd... Auch der Pfarrer. Der E-Gitarre. Der Erdkundelehrer. Voll gut, Tore. Ja, mega. Kannst du bitte aufhören, so gut zu sein? Das wäre für mich besser. Und wir sind schon fast bei 30 Sekunden. Da wird jetzt ein bisschen die Balance. Aber er fängt sich. Tore hat jetzt schon die Zeit von Pierre M. Krause. Und jetzt wird es aber auch schneller. Runter. Und Tore im Bedrängnis. Aber er macht es mega. Runter. Wow. Wow. Der letzte war mega. 48 Sekunden. Und das war fast ein Headshot. Nicht schlecht, Diggi. Wie geht's dir? Gut. Ja? Kann ich auch gleich aufgeben? Ich schaff das. Genau. 3, 2, 1. Sehr gut. Eins. Sieht voll professionell aus, Bill. Los. Voll die gut. Zeit wird addiert. Michi, sehr gut. Michi. Michi. Michi, Hochmut kommt vor den Fall, Michi. Da ist es ein Vorteil, dass die Rapper keine Baggy-Hosen mehr tragen. Warum steht denn da keiner?
Und es geht drunter und drüber. Super, voll gut. Da habe ich schon mit dem Leben abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Michi! Yeah! Oh Gott. Sehr gut. Michi Beck holt er sich Michi den Rekord. Er ist auf jeden Fall. Trotzdem super. 1:12, das ist ein guter Wert. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hab ihn gesagt, Mann. Ja, hoch 100 ist echt. Aber das ist sehr gut gemacht. Mathilda kann das eigentlich noch ein bisschen besser als ich. Mathilda kann es noch besser als du? Das ist nicht gut für unser Team. Doch, Mathilda, du machst das jetzt. Mathilda, toi, toi, toi. Wir sind alle bei dir. Mach Norderney stolz. Auf die Plätze. Fertig, los. Und wir sehen in dem grünen Bereich die addierte Zahl. Wir sind jetzt bei 1 Minute und jetzt muss sie noch 10 Sekunden und dann hat sie den Rekord und besiegt die Vips. Mathilda auf dem Weg, 4 Punkte für die Grundschule zu holen und sie hat... Und sie zeigt... Wow! Aber super! Die Kids gewinnen! Die Kids gewinnen! Mathilda, nicht schlecht! Ganz stark gemacht. Hier werden High Fives ausgetauscht. Wir gucken uns Slow Motions an und nehmen alle nochmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Das war sogar beim Angucken sehr anstrengend. Also, und hier, da sind die Slow Motions. Und Mathilda holt sich den Sieg. Und Tore feiert. Ihr könnt völlig zu Recht feiern. Es gibt nämlich einen Punktestand und der spielt euch sehr in die Karten. Hier ist der Punktestand. Es steht nämlich jetzt 7:3. Norderney wird zum Festland. Ihr habt das mega gemacht. Bleibt gesund und fröhlich, wie ihr seid. Habt ihr irgendwas, was ihr Fernsehdeutschland noch mitteilen möchtet an dieser Stelle? Nein. Das ist norddeutsche Effizienz. Ein Applaus für die Grundschule Norderney.